Hallo liebe Hühnerfreunde, ich habe mir etwas Neues gekauft. Den Grund dafür erzähle ich euch später. Ich dachte mir, das kann ich gleich ausnutzen für eine neue Videoserie, nämlich Produktvorstellungen. Diesen Stall habe ich selber bezahlt, es ist also zu 100% meine eigene Meinung. Wir gehen jetzt einfach alle Details durch, ich zeige euch, was gut ist, was schlecht ist und ob so ein Stall von der Stange wirklich für eine ganzjährige Hühnerhaltung geeignet ist. Während ihr mir hier beim Aufbau zuschauen könnt, beginne ich mit dem Positiven. Wenn man bedenkt, was alles enthalten ist, finde ich den Stall relativ günstig. Er hat mir 280 Euro gekostet und bei dem Preis ist grundsätzlich auch alles dabei. Es sind zwei Sitzstangen enthalten, es sind zwei Legenester vorhanden, ihr benötigt zusätzlich in Wirklichkeit nur einen Futtertrog, eine Tränke und eventuell eine automatische Hühnerklappe. Das zweite Positive ist, dass er aus Recyclingmaterial besteht. Das ist so ein Gemisch aus 60% Kunststoff und 40% Holz. Dieses Material lässt sich auch relativ gut reinigen. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Die Oberflächen lassen sich wirklich gut reinigen, aber alle Wände haben extrem viele Hohlkammern. Somit kommen wir auch schon zum ersten negativen Punkt. Diese Hohlkammern, die ihr später noch sehen werdet, sind ein Paradies für Ungeziefer, das sich darin verstecken will. Und auch die Reinigung dieser vielen Löcher ist natürlich unmöglich perfekt zu bewerkstelligen. Der nächste Punkt ist, dass meiner Meinung nach das Fenster viel zu klein bemessen wurde. Ich zeige euch hier kurz meinen anderen Stall, denselben, den ich schon 2 Jahre lang habe. Hier habe ich selbst einfach ein großes Fenster nachträglich eingebaut. Weiters habe ich auch die Lüftung verbessert, da sich im Winter immer extrem viel Kondenswasser gebildet hat. Und der kleine eingebaute Schieber, der vorhanden ist, war hier viel zu wenig. Deshalb habe ich diesen Winkel angebracht und den kann ich so hochstellen, damit oben noch ein kleiner Spalt ist, um so die Luftzirkulation zu verbessern. Positiv möchte ich noch anmerken, dass der Stall sich extrem leicht zusammenbauen lässt. Und wenn man das Ganze so wie ich nutzt, als Gluckenstall oder als Outdoor-Legenest für den Sommer, dann hat das natürlich schon einen großen Vorteil. Man braucht nur die paar Schrauben lösen und kann die 4 Wände platzsparend unterbringen. Ein weiterer negativer Punkt ist aber, dass der Stall bei mir jetzt 2 Jahre lang schon nie 100% dicht war. Das heißt, ich zeige euch das später, es gibt eine Stelle, wo etwas Wasser eintreten kann. Das passiert halt immer, wenn Schlagregen von der Seite kommt, aber dafür habe ich auch schon eine Lösung gefunden. Wie ihr jetzt sehen könnt, benutze ich einen der Ställe gerade als Gluckenstall. Den habe ich direkt an den Auslauf meiner Stampipal-Gruppe gebaut. Und die Hennen lieben das wirklich. Es liegen fast alle Eier im Sommer da drin. Und es hat sich auch schon eine Glucke gefunden, wie ihr vorher gesehen habt. Die schwarze Henne, die sitzt auf 12 Bruteiern. Hier sehen wir jetzt auch die automatische Hühnerklappe. Das kann ich euch schwer im Detail zeigen, da die Klappe wunderbar hinter diesem Schilf versteckt ist. Auch der Anbau dieser automatischen Hühnerklappe ist nicht wirklich einfach gewesen. Da man nach oben hin nicht viel Platz hat, musste ich die Platte kürzen. Und selbst mit dieser Methode geht die Klappe gerade mal ca. 20 cm hoch. Für meine Steinpipel reicht das, aber für eine große Hühnerrasse würde das nicht reichen. Der Aufbau ist nun fast abgeschlossen und jetzt schauen wir uns bei einem Rundgang alle Details an. Der Aufbau war in 30 Minuten erledigt. Ich finde auch, das sieht sehr nett aus, die Farbe ist schön gewählt. Hier sehen wir jetzt im Detail diesen Schieber, aber wie gesagt, meiner Meinung nach viel zu wenig. Hier die Tür mit dem Fenster. Das Fenster finde ich auch viel zu klein. Da kommt auch viel zu wenig Tageslicht rein. Jetzt mal ein Blick ins Innere. Die Sitzstangen sind mir auch zu kantig. Abschleifen ist hier aber nicht wirklich einfach, da das auch aus einem Hohlkammersystem gebaut wurde. Und wenn man da zu viel wegschleift, dann kommt man schon in die Hohlkammer. Hier sehen wir jetzt den großen Spalt, selbst bei geschlossener Tür. Hier wird auf jeden Fall Zugluft reingehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Erfinders ist, dass auch bei dieser Tür sehr große Spalte sind. Hier sehen wir das extra zu öffnende Dach für die 2 Legenester. Man sieht wieder wunderbar diese Hohlkammern, wo sich alles verstecken kann.
Der Verschluss von diesem kleinen Dach ist sehr schön gemacht, sehr hochwertig aus Edelstahl, das gefällt mir gut. Jetzt zum großen Dach, das kann man einfach aufklappen und mit so einer Stange einrasten. Es wurde aber leider an keine Sicherung gedacht, wenn jetzt zum Beispiel ein Fuchs oder Marder auf das Dach des Legenestes klettert und so das Dach vielleicht aufhebeln kann. Hier gibt es keine Möglichkeit, das zu arretieren, wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag. Jetzt zeige ich euch die Schwachstelle, wo bei mir manchmal Regen reinkommt und das ist auch der größte Kritikpunkt. Hier sieht man es wunderbar, das kann nicht wirklich dicht sein, wenn da der Regen etwas schief drauf prasselt, dann ist es logisch, dass das Wasser da rein kann. Und alleine dadurch ist er für eine Ganzjahresnutzung für mich eigentlich nicht geeignet. Die kleine Größe des Stalls ist aber nicht wirklich ein Problem, wie ich finde. Er hat 0,7 Quadratmeter, also würden die restlichen Sachen passen, wäre die Größe durchaus für 3 Zwerghühner geeignet. Bei Stallpflicht würde ich sowieso immer eine Voliere empfehlen, auch bei größeren Ställen. Und hier zeige ich euch die Maße des Stalls. Somit kommen wir auch schon zu dem Grund, warum ich mir einen zweiten gekauft habe. Ich habe bei meinen Kunstbruten dieses Jahr extrem viele Hähne dabei gehabt, also ca. 70%. Und denen möchte ich es jetzt ein paar Monate schön machen. Deshalb kommen die jetzt hier in diesen Waldbereich. Da haben sie sehr viel zu scharen, sehr viel zu entdecken. Auch den Misthaufen, der direkt daneben ist, werden sie wahrscheinlich lieben. Ich werde ihnen für die Nacht noch eine automatische Hühnerklappe einbauen. Jetzt zeige ich euch noch, was ich mir überlegt habe gegen das eintretende Wasser. Ich habe einfach eine wasserfeste Platte genommen, habe dies auf den Deckel geschraubt, dann oben noch so eine Dichtung dran. Jetzt kann ich dieses kleine Dach zwar nicht mehr aufklappen, aber bei mir kommen sowieso keine Legehennen da rein. Falls euch dieser Stall zusagt, vielleicht seid ihr ja auch auf der Suche nach einem Gluckenstall oder einem Kükenaufzuchtstall, ich verlinke ihn euch im Beschreibungstext. Wie ihr sicher wisst, biete ich ja selber auch einen Stall in einer ähnlichen Größe an, mit 1 Quadratmeter, aber mit dem Preis von diesem Stall komme ich natürlich unmöglich mit. Ich würde euch auch noch empfehlen, die Sitzstangen einfach gegen abgerundete Holzleisten zu ersetzen. Das ist wahrscheinlich besser für die Tiere, die darin wohnen werden. Also, ich denke, die Junghähne werden sich hier wohlfühlen und für diesen Anwendungszweck ist dieser Stall auch vollkommen in Ordnung. Für eine Ganzjahresnutzung würde ich ihn nicht empfehlen. Natürlich werde ich in Zukunft auch weitere Produkte vorstellen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!